Ja, und damit Halli, Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Bin immer noch beschäftigt, ne, mit dem Dach hier, weil so ganz perfekt ist das noch nicht. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Und hier ist, ja, da ist so eine Art, vielleicht könnte man da so eine Art normal müssen wir mal so lassen erstmal. So, zwei Dächer habe ich noch übrig. Das ist nicht so dramatisch. Jetzt werden wir mal noch hier solche Decken machen. Und die Decken werden wir hier erstmal... Weil, warte mal, ich mach mal hier das zu. Ich mach hier so eine Dachluke hin. Kann man nämlich aufs Dach vom Haus aus. Ich glaube, dass es gar keine so schlechte Idee wäre. Hier machen wir diese ganzen Dinge hier außen rum. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, was uns an Materialien fehlt. Ich gehe mal kurz runter, kann ich nämlich direkt in den Schrank reingucken. Ob wir das da haben. So, was fehlt uns denn für... Wieder weg. Warum kann ich die jetzt schon wieder nicht... Sehe ich den jetzt hier schon wieder nicht, weil ich herstellen kann. Was ist denn jetzt? Ich hab doch gar nichts umgestellt. Aufdrücken wollte, ne? So, was brauchen wir denn? Holz fehlt uns. Draußen wird wieder gefightet. Geht das hin? Ja, das ist blöd, wenn die ins Wasser gehen, ne? Da kommen meine Viecher da nicht dran. Aber sie haben es gut gemacht. Muss ich mal wieder erstmal hier wieder alle zusammenpfeifen. AT, alle folgen. Nein, ihr natürlich nicht da drin im Haus. Bleibt drin! Hier steht. Im Haus. Also, und ich habe natürlich die Tür nicht zugemacht, ne? Ja, meine Schnuckelchen, ne? Hat Frauchen Türe nicht zugemacht. Jetzt rennt ihr da hinterher. So. Auch hier wieder einiges an. Fleisch reinpacken. Goldmünzen habe ich auch immer noch hier drin. Das brauchen wir auch mal nicht. Das können wir auch noch da reinpacken. Dass wir uns ein bisschen leerer machen. Ah. Okay, dann Decken brauche ich. Decken. Machen wir mal. Ich sollte mal eine Kleinigkeit essen, sehe ich gerade. Ach komm, wir machen das mit dem. Eine Kleinigkeit. Dann wird erstmal gefrühstückt. Da kommt das hin. Ja.
Ecke hin. Ja. So. Dann kommt hier eine Wand hin. Eins. Mal eben ein paar Wände mehr. Ich würde mal sagen, werden sie brauchen. Oh, schaut mal, wie schön das aussieht, wenn die Sonne aufgeht. Wenn das hier so reinstrahlt und langsam hell wird. Bei Träumchen. Ein Träumchen. Und ich wollte noch schauen nach dem Schiff, mal gucken. Und zwar, ich glaube, ich habe gelesen oder auch gehört, dass sie das wohl etwas niedriger gesetzt haben, auf 12.000. Immer noch sehr viel. Ja, im Singleplayer finde ich es halt, ja, ihr wisst, wie ich es finde, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ändern kann ich es leider nicht, ja. Aber wir machen einfach das Beste daraus. Auch noch ein bisschen einen weiter. Den da ein bisschen rummachen. Würden das auch. Das machen wir so. Ich glaube, wir machen das so ein bisschen ganz so, ne? Aber so halb. Ja. Ey, das war... Oh, die Verschwendung jetzt. Das war jetzt Verschwendung. Mensch. Das brauchen wir. Hab ich nicht. Hab ich? War schon? Ja, hab ich. Oh. Passt doch. Überleg, ich muss in diesem Moment. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das doch noch, ob ich das doch lieber nach unten mache. Also, ne, dass ich die Dinger hier oben setze. Weil ich glaube, dass es besser ausschaut.
Ich glaube, das machen wir, Leute. Wir kriegen ja ein bisschen Material zurück, aber das ist mir zu hoch. Wie ich meine, sieht komisch aus. Außerdem kann ich nicht aus dem Fenster gucken. Ich gucke so gerne aus dem Fenster raus. Leute, wir müssen jetzt hier erstmal das... mal so setzen. Frage, kann ich das ohne Probleme abreißen, ohne dass das Dach runterkommt? Ja. Alles einzeln. So kann ich halt, ne, raus. Die Axt aus der Hand, die macht, die irritiert mich. Zwar nicht komplett alles an Material zurück, aber immerhin. Ich habe halt nur Angst, dass wenn ich zu viel abreise, dass uns dann halt die Dächer hier runterblumsen. Dann kommen uns die Dächer entgegen. Man kann natürlich auch so Dächer bauen mit so Schrägen, ne, da wo man dann oben nochmal so eine Art Zimmerdings macht, aber bin ich nicht so. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Lass mir hier alle da. Ich habe schon wieder viel zu viel Denk hier im Kopf. Zu viele Sachen, die ich mir vorstelle und die ich ausprobieren möchte. Hier schön austoben beim Bauen, wisst ihr? Soweit haben wir es ja fast. Ja, leicht aggressiv. Moment. Dass ich hier wieder gegen meine Wände boxe. Wir haben keine Wände.
auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall, 10 Stück. Ihr seht, bauen den Atlas macht auch Spaß, gehört halt einfach auch dazu. Ne? Ist zwar manchmal nicht unbedingt spannend, ja, aber es gehört nun mal dazu. Jetzt haben wir wenigstens mal eine sichere Basis, bevor wir uns dann wieder anderen Dingen widmen. Jetzt keine Lust dann mehr haben auf dieses Baugedöns, dann, ja, dann fahren wir halt mit unserem Flößchen wieder ein bisschen rum und sammeln Kisten, versuchen ein bisschen, ne, neue Ressourcen zu entdecken und ein paar Inseln aufzudecken, um dann vielleicht auch mal diese Quest da zu machen. Ne? Der Entdecker, alles entdecken. Dem Motto dann. Das, also wir werden auf jeden Fall nicht wenig zu tun haben die nächsten Tage. Den Atlas. Es wird vieles noch passieren. Wie gesagt, ich bin ja auch dann ab und zu nicht mehr alleine. Sondern wird mir ja jemand zwischendrin einfach mal so ein bisschen helfen. Ein bisschen gemeinsam mit mir bauen. Im Hintergrund agieren. Werden wir dann sehen, wie das genau läuft. Aber dann lasst euch überraschen. So. Verwende hier. Es ist halt oft so bei mir, oder an sich finde ich immer, man baut halt was, dann hat man stehen und dann denkt man sich, ja, es ist doch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, oder ja, wie ich gerne haben möchte. Und dann reißt man es halt wieder ab. Das ist halt einfach so. Aber Freunde, macht euch da keinen Kopf. Ja. Ihr seht ja, geht nicht nur euch so, geht auch mir so. Oder es geht mir so, wie auch euch so geht, wie man es auch immer auslegen möchte. Man verbraucht dann halt einiges an Materialien, ne? Aber man hat sie auch dafür gesammelt. Dass man sie dann irgendwann auch ausgibt. Ist zwar manchmal ein bisschen schneller, wie man denkt, dass man die Materialien dann wieder ausgegeben hat, aber das nun mal. So ist und bleibt das nun mal in solchen Spielen. Ja, du denkst dir, boah, guck mal, wie viel Materialien ich schon zusammen gesammelt habe. Und dann bist du am Bauen und dann stellst du fest, so, so viel waren das gar nicht. Ist schon wieder alles leer hier. Oh Gott. Oder Angriff. So, jetzt müssen wir noch die Türen hier einbauen. Türe. So. Oh, ich habe aus diesem Holzding. Aber ist nicht schlimm, den können wir auch noch gebrauchen. So, Türe rein. Rein. Perfekt. Wir müssen aber mehrere Türen bauen. Wir brauchen noch für die Fenster, ne? Die Türen können wir denn herstellen. Aber wir machen mal. Ja, Freunde, und wie es in unserem
Häuschenbau hier weitergeht und was uns alles noch so erwarten wird, wenn wir uns die Insel auch mal ein bisschen genauer angucken. Ja, all das erfahrt ihr dann in den nächsten Folgen von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.